Und es geht ja Bus in Dresden, die Dresdner Fahrgäste. Die fahren ja noch seit diesem Jahr nicht auf Linien.
Wir feiern zwar heute 110 Jahre Bus. In der Praxis sieht es aber so aus, dass wir in der Straße mal die Älteren recht haben. Uns gab es also schon viel mehr. Seit 1872 waren wir Schienen gebunden. Und seit über 100 Jahren, seit über 125 Jahren auch elektrisch. Also wir sind das ökologische, das saubere Verkehrsmittel. Deshalb lassen wir den Bus jetzt hinter uns. Machen eine kleine Runde in die Stadt. Und ja, wenn Sie da rausgucken, werden Sie feststellen, gut, heute sind sowieso ein Haufen Fotografen auch unterwegs, aber ja, man erregt mit solchen historischen Fahrzeugen durchaus auch Aufsehen. Ja. Viele erinnern sich dann und sagen, ja, genau, mit der bin ich da und so weiter. Ich werde jetzt rumkommen und die Frage interessiert möglichst passend, wenn Ihnen das, ja, wenn das möglich ist. Und ja, wenn Sie Fragen haben, natürlich jederzeit gerne. Ja, wir sind dann durch, aber ich glaube, wir haben eine halbe Stunde wieder in St. Bergen. So, wo fangen wir an hier vorne? Was darf es denn sein, ermäßigt? Es stimmt so, da bedanke ich mich. Ja, Fahrschein. So, bei Ihnen Einzelfahrschein? Ja, den Sie vergessen haben. Genau. So, was soll es bei Ihnen sein? Wir beide einmal hin, zurück, Kreuz und Quer. Einmal hin, zurück, Kreuz und Quer. Sind 6 Euro. Ich bedanke mich. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel.
Ja.